Willkommen zurück. In diesem Video schauen wir uns das Kasterl "Zwei Winkel sind genug" genauer an. Im letzten Video haben wir besprochen, wann zwei Dreiecke ähnlich zueinander sind. Dieses Wissen brauchst du jetzt. Wenn du das also nochmal wiederholen willst, kannst du dir gern nochmal das Arbeitsblatt weiter oben durchlesen bzw. das Video anschauen, das ich zu dem Thema schon gemacht habe. In der weiteren Folge schauen wir uns rechtwinklige Dreiecke genauer an. Die Winkelfunktionen, um die es in einem späteren Video nämlich gehen wird, die werden in den rechtwinkligen Dreiecken definiert. Nur so ein kleiner Ausblick. Schauen wir uns also den Lückentext an. Zwei rechtwinklige Dreiecke haben beide den gleichen Winkel Alpha. Okay? Also von den beiden Dreiecken kennt man zwei Winkel. Den rechten Winkel, sonst wären das ja keine rechtwinkligen Dreiecke, und eben den Winkel Alpha. So, wie groß muss dann in beiden Dreiecken der dritte Winkel sein? Überleg dir das kurz. Du kannst gerne das Video pausieren, wenn du mehr Zeit benötigst. Hinweis: Denk an die Winkelsumme in Dreiecken. Wenn du dieses Thema nochmal wiederholen möchtest, kannst du dir gerne das Arbeitsblatt zur Dreieckskonstruktion anschauen, das du auf unserer Webseite findest. Bevor du mit diesem Video fortfährst. Also, ich gebe dir 3 Sekunden Zeit, damit du das Video pausieren kannst. So, die Winkelsumme in einem Dreieck, und zwar in jedem Dreieck, ist 180 Grad. Wenn ein Winkel ein rechter Winkel ist, dann bleiben noch 90 Grad für die anderen beiden Winkel. Also Alpha plus Beta ist gleich 90 Grad. Wenn Alpha bekannt ist, dann bleiben für Beta also 90 Grad minus Alpha über. Das gilt in beiden Dreiecken. Das heißt, beide Dreiecke haben genau dieselben Winkel, nämlich den rechten Winkel, Alpha und Beta. Da sie also dieselben Winkel haben, müssen sie laut Definition ähnlich zueinander sein. So, verwend die Eigenschaft von der Ähnlichkeit von Dreiecken jetzt, die wir uns im letzten Video angeschaut haben, und erklär, wieso das Verhältnis a durch c gleich a' durch c' ist. Ich gebe dir wieder 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren. Na gut, schauen wir es uns an. Weil die beiden Dreiecke ähnlich zueinander sind, gilt laut dem, was wir weiter oben stehen haben, a' durch a ist gleich c' durch c. Siehe das erste Kasterl. Wenn man beide Seiten mit a und c multipliziert, erhält man a' mal c ist gleich c' mal a. Wenn man jetzt auf beiden Seiten durch c und durch c' dividiert, dann erhält man a' durch c' ist gleich a durch c. Das war ja genau das, was wir zeigen hätten sollen. So, das Ganze schaut jetzt sehr unscheinbar und uninteressant aus. Aber das ist ein ganz wichtiger Sachverhalt. Dieses Verhältnis in einem rechtwinkligen Dreieck hängt nämlich nur vom Winkel Alpha ab. Aber nicht von der Größe des Dreiecks, ja? Das heißt, wenn in einem Dreieck c doppelt so groß ist wie a, dann ist auch c' doppelt so groß wie a', ja? Also ich kann auch dieses Dreieck so 1 Million mal so groß machen und das gilt immer noch, solange eben die Winkel alle gleich bleiben. Und nachdem diese Verhältnisse immer gleich sind, egal wie groß dieses Dreieck ist, natürlich abhängig vom Winkel, können wir diesem Verhältnis einen Namen geben. Das werden wir im nächsten Video machen. Bis dann. Servus.